Claudia Bignon, eure Ärztin für Notfallmedizin. Heute geht es um die TNM-Klassifikation, eine Einteilung bösartiger Tumore. T steht für Tumor, N für Nodus lymphaticus, also für den Lymphknoten, und M für die Fernmetastase. Und als Beispiel habe ich das Blasenkarzinom mitgebracht. Hier sehen wir mal die Blase, damit es nicht ganz so abstrakt ist, in einer anatomischen Darstellung. Da ist auch der Blasenmuskel, der Detrusor, da unten haben wir die Prostata, hier haben wir die Harnleiter, und wenn wir da mal nach oben gehen zur Orientierung, haben wir auch hier das Innere der Blase und dann die verschiedenen Schichten, also zum Beispiel hier dieser Detrusormuskel, die Muskelschicht sehen wir hier als muscularis. Außen liegt eine Fettschicht auf, und wenn wir uns so nach innen vorarbeiten, da ist Bindegewebe und das Urothel, ein spezielles Epithel, das die Größenveränderung der Blase mitmacht, wenn sie sich füllt. Hier habe ich mal so ein histologisches Präparat rausgesucht, da sehen wir das Urothel, und unten drunter liegt Bindegewebe. Und jetzt gucken wir uns mal die Tumoreinteilung an, da gibt es ein T1, T2, T3, T4 Stadium mit 5 Jahresüberlebensraten. Das Kleingedruckte lese ich mit euch jetzt nicht. Hier in der innersten Schicht, wo das Urothel ist, also hier das da, das ist noch nicht so tragisch. Die Einteilung für uns heute beginnt, sobald der Tumor, der T1-Tumor, auch ins Bindegewebe eingebrochen ist. Also wenn wir jetzt diese zwei Schichten haben, dann wäre das quasi hier Urothel und Bindegewebe. Jetzt gucken wir mal, Stadium T1, 5 Jahres Überlebensrate, 80%, wenn die Blase gleich richtig behandelt wird. So, T2 mit der Überlebensrate von 60%, da ist hier T2 der Tumor schon weiter bis in die Muscularis eingebrochen. Also wenn wir hier diese Muskelschicht nehmen, also wenn es Epithel innen drin plus Muskelschicht ist T2, ca. 60% Überlebensrate. Der T3-Tumor ist schon bis in die Fettkapsel eingebrochen, hier sieht man es. Kann auch schon über die Blase hinausgehen, der wird also jetzt hier oben schon drüber rauswachsen. 30-50% 5 Jahres Überlebensrate, und T4, da sieht man hier, Tumor ist in ein Nachbarorgan eingebrochen, könnte zum Beispiel das Kolon sein, oder hier unten sieht man die Prostata, haben wir also hier einen Mann, habe ich hier auch rausgesucht, Mann, Prostata, Tumor T4 in die Prostata eingebrochen. Und da sehen wir schon, selbst bei allerbester Behandlung ist die Überlebensrate nur noch bei 20%. Also je früher der Tumor erkannt wird, umso besser. Könnte sich zum Beispiel bemerkbar machen durch Blut im Urin, Hämaturie. So, das ist jetzt alles das, was ich erzählt habe, gehört zum T, Tumor, Ausdehnung und Verhaltung des Primärtumors. So, jetzt gibt es ja auch noch die Lymphknoten. Zur Erinnerung habe ich hier mal so ein Lymphknoten abgebildet, also der Lymphabfluss von der Blase könnte jetzt zum Beispiel über die Leistenlymphknoten gehen. Da gibt es immer viele Wege, die zum Lymphknoten hinführen. Dann im Lymphknoten selber sammeln sich die Zellen. Wenn da jetzt die Tumorzellen drin sind oder Entzündungszellen, dann spürt man den Lymphknoten, der ist dick. Ihr kennt es sicherlich auch von Erkältungen mit den Halslymphknoten, die man dann tasten kann, die sonst eigentlich nicht tastbar sind. Lymphknoten sind so groß wie zum Beispiel eine weiße Bohne. Und dann ist hier der Ausgang vom Lymphknoten, und da fließt dann die Lymphe weiter. Und wenn jetzt Lymphknoten zum Beispiel in der Leiste tastbar sind, die dann auch rausoperiert werden, dann wird die Prognose auch nochmal schlechter. N-Nodus lymphaticus, also habe ich schon eine Lymphknotenmetastase, ja oder nein. Und am allerschlechtesten ist natürlich die Prognose bei M, wenn der Tumor schon in ein anderes Organ gestreut hat, also jetzt nicht ein Nachbarorgan, zum Beispiel jetzt aber in die Leber oder in die Lunge. Also das sind so
Prädilektionsstellen für Metastasen, dann, also die Prognose wird dann immer schlechter. T, Tumor, N, Lymphknotenbefall, M, Fernmetastasen, und zu T habe ich euch erzählt, je größer der Tumor, wie weit ist er gewachsen, ist es nur innen drin das Urothel oder schon das Bindegewebe drumherum oder die Muskelschicht oder das Fettgewebe, also je weiter die Ausdehnung ist, umso schlechter die Prognose. Ja, dann hoffe ich, das Video hat euch weitergeholfen. Ich freue mich über Likes und Abonnenten und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao, eure Claudia Bignon.